Willkommen beim Retro-Sonntag. Wir zocken heute auf der Dreamcast. Das ist Mats Konsole, die hat er mutigerweise mal mitgebracht. Und wir wollen da jetzt ein paar Sachen drauf zocken und fangen an mit Soul Calibur. So, machen wir als erstes Versus Battle, würde ich sagen. Ja. Oder willst du was anderes haben? Nee, ich muss mich gerade mal bei diesen... Ich finde es interessant, dass überhaupt gar keine Musik im Menü ist. Nein. Das ist schon episch, nur blink. Nur Epilepsie... Geblinke. Nee, genau, machen wir mal direkt Mission Battle nicht. Versus Battle. Das sind ja zwei Spieler Kampfmodus. Punkt. Genau. So. Ich prangere an, dass du noch nicht Cervantes freigeschaltet hast oder gab es den hier noch nicht? Ich weiß es wirklich nicht, zumal wir jetzt tatsächlich auf einem neuen Spielstand spielen, weil mein alter korruptet war von 2002, warum auch immer. Sega, das ist nicht cool. Ja, dass ich nicht mal eine Konsole 12 Jahre lang rumstehen lassen kann und dann sind die Speicherstände weg. Was soll denn das? Das geht beim Nintendo doch auch. Also ich bin Mitsurugi. Ich habe vergessen, ich bin Nightmare? Ja, ich bin Nightmare. Oh, ich muss sagen, das ist jetzt das zweite Mal oder so, dass ich überhaupt Dreamcast spiele, weißt du? Also Soul Calibur habe ich schon öfter gespielt, ja. Aber Dreamcast, meine Güte, dieser Controller. Ich muss mich auch gerade wieder total reinfinden, gerade in diese... K.O. Ja, das ist ein Spiel, wo man auch mit Glück sehr weit kommt. Immer schön. Ich hasse das, es war falsch gesagt. Ich liebe es ja auch, wenn man sich immer die Replays immer noch so angucken kann und ich kann immer nur der wegklicken, der quasi gewonnen hat. Ha! Ah, verdammt! Was zur Hölle? Schablam! Ich sollte nicht mit so. Oh, ich komme überhaupt nicht mehr klar mit Nightmare. Früher wären wir ein Herz und eine Seele. Oder auch Siegfried. Alter, wenn du mich hier komplett abziehst. Gut. Also, sollten wir vielleicht mal nochmal richtig Soul anfangen. Ich weiß nicht, irgendwie, glaube ich, mein Controller auch kaputt gegangen. Das ist alles insgesamt nicht mehr so, wie es war. Na, bring mich nicht zum Lachen. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Früher habe ich immer gewonnen. Das war das Spiel. So. Jetzt probier's mal mit Astaroth. Der sich viel schneller spielt, viel einfacher. Und auf jeden Fall werde ich jetzt gegen Ivy sowas von gewinnen, bestimmt. Ich finde auch toll, dass sie hier damals schon diesen Sprecher hatten bei Soul Calibur. The destiny of the sword will be decided by the edge. Und dass die Musiktitel eingeblendet werden. Jetzt kommt schon, Konter. Oh Gott. Nein. Oh. Komm schon. Mit Reichweite hat er es aber auch nicht so. Eigentlich schon. Aber ich habe mehr. Ja. Ivy, du hast dieses angezogene Kostüm genommen. Ja, nee, ich wusste nicht. Ich habe einfach A gedrückt. Man kann Y, dann ist Booby-Time. Ja, hier sind die Jiggles noch so, Moment. Versteckt. Also, hier war Tritt, Moment. Da war der und da war die. Okay, und hier war Block. Okay, gut, dann geht schon los. Und die... Oh. Alter. Gestern in der Vorbereitung, weil wir haben uns natürlich noch mal, muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, da habe ich gewonnen. Und aber Tom hat ganz offensichtlich die ganze Nacht geübt. Ja, ich war auch hier im Giga-Studio die ganze Zeit, habe deine Dreamcast gespielt. Weil das muss man dazu sagen, es ist Mats. Ja, genau. Ich habe die zu Hause gerettet, die lag jahrelang rum. Und finde ich, ist aber viel zu schade, um dass da nicht mal im Retro-Sonntag, weil das kann man ja wirklich sagen, die Dreamcast ist ja Retro, ja, ein Stück weit. Ja, natürlich ist sie Retro, also die kam noch 2000... Die doch schon 98, 99? Meine war schon 99 war in so Japan früh, oder so, ja. Also ich hatte zumindest gesehen... Also wenn das nicht Retro ist, aber die Grafik halt noch mithält, ne? Also, ja, das ist erstaunlich. Mithält, aber deutlich besser ist als zum Beispiel PS2 oder sowas. Oh Gott, dieser Typ. Also ich bin jetzt Voldo. Ich bin unterlegen. Nachdem ich die Fetischfrau gespielt habe, spiele ich jetzt den Fetischdude. Der einfach nur, weiß nicht. Ich habe den gehasst. Hier gab es auch schon diesen Echsenmenschen, ne? Oh Mann! Das ist so ein Spiel, wo ich schon wieder ausrasten könnte. Das will ich in der Wiederholung sehen. Bye-bye! Soul Calibur ist ein sehr lustiges Spiel. Kommt ja wirklich von den gleichen Leuten, die... Tekken machen. Deswegen gibt es ja auch Yoshimitsu in beiden Spielen. Ey, jetzt Combo.
Nein, komm schon. Wie du mich immer so an den Rand der Map drängst. Der Met? Map. Ah, verdammt. Und ich hau dich weg und nimm. Ach, verdammt. Das hätte spektakulär sein können. So war es mir peinlich, ne? Aber es wurde von Mats gesteuert. Du wirst von mir in ... Jetzt habe ich es nicht lesen können. In der Hölle oder sowas. Na, komm. Ins Gesicht. Er hat voll ins Gesicht gesprungen. Ja. Oh, diese Bewegung, ich kann nirgendwo anders hingucken. Au! Muss mehr blocken. Oh, von hinten! Ja. Das wird mir auch wieder ausgedickt werden. Nein, Mann! Ja. Das ging doch vorher so gut. Jetzt ins... So! Ja. Aber es war knapper als vorher. Also ja, ich möchte nicht... Ich war schon fast unentschieden. Mann, wer denkt sich denn solche Figuren aus? Voldo. Denn, ja, aber diese alternativen Kostüme dann auch immer so gut. Ja, so, jetzt wollen wir mal Sofizia. Frauenkampf. 3-0, ja. Ist ein bisschen peinlich, also wie gesagt, ja. Das ist deine Dreamcast und ja. Das sind deine Spiele. Aber ich möchte ja auch erstmal die Tendenz, oh Gott. Mit dem wehenden Haar und so, das ist so. Und bei ihr natürlich immer der Panty-Shot hier. Ja. Alter, es ist unfassbar. Irgendwie stelle ich gerade fest, so kann ich war nie mal ein Spiel. Ich ziehe dich ganz schön auf Mats. Ja, nee, das sieht jetzt nur so aus, weil das ist ein Zusammenschnitt aus 1000 Matches und Tom hat alles zusammengeschnitten, wo er... Ja. Gott. Das ist halt schön, dass man immer direkt oben rechts sieht, wie es eigentlich aussieht. Du bist der Champion. Ah, da bist du. Das war. Das war gar nicht so schlecht, oder? Geschickt, würde ich fast sagen. Oh Gott, damn. Ah, oh, verdammt. Ich dachte, ich kann perfekt raushauen. Nein. Dreh dich! Und. Ah, fuck. Oh. Ah, goddammit. Ah, ja. Das ist, ich finde, so kann man kein neues Jahr anfangen mit so einer gewalttätigen Gewalt. Das ist echt ab daneben getreten? Was bist du denn? Ja, was machst du da? Das ist eine Ablenkungstaktik. Ein bisschen. Kombo! Oh! Ja, geblockt. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Okay, da bin ich nicht mitgerechnet. Kannst doch nicht einfach so angreifen aus dem Hinterhalt. Hinterhalt. Nein, nochmal. Oh. Aber ich kämpfe mich ran. Das ist jetzt zweimal unentschieden gewesen, das ist eine Steigerung. Wieso trägt man sie. Also warum zieht man sich so einen Rock an? Ablenkung. Ich darf nicht verlieren, Ablenkung für sich selber. Oh Mann. So, wen hatten wir denn noch nicht? Hatten wir Taki? Hattest du jetzt Taki? Nee. Okay, wolltest du die gerade nehmen? Nee, ich versuch's nur hinauszuzögern. Ivy in dem richtigen Kostüm, so wie man sie auch kennt, die ist ja danach auch in jedem Teil irgendwie auf dem Cover gewesen, gefühlt, ne? Achso, auf dem Cover? Ja, das kann sein. Aber die sind ja alle weitergekommen quasi. Ich glaube, da wurde ja keiner Next, von gestrichen. In die nächste Runde. Ja, in den Recall von Soul Calibur 2, 3, 4 und 5. Gibt halt schon 5 Teile davon. Eigentlich sogar mehr, wenn du die Spin-Offs betrachtest. Aber was bei Soul Calibur dann später ja immer so ein bisschen Steckenpferd war, waren diese Gastauftritte. Und die gab es hier nicht. Oder nicht, dass ich wüsste. Naja, Gastauftritte, ich erinnere mich, oder meinst du jetzt von... Irgendwie anderen Franchises. Achso, ja. Na, das war, glaube ich, hier am Anfang noch nicht so. Also klar, weil es da halt noch auf der eigenen Konsole war, aber später kam das ja für alles raus. Und auf dem Gamecube hattest du bei Soul Calibur 2 einfach mal Link. Ja, und das damit Instant Win. Apropos Instant Win! Nein! Du musst nur die Zeit rauszögern. 3, 2... Komm, lauf drauf zu, du blöde Kuh! Jawohl! Es tut mir leid, dass ich dich blöde Kuh genannt habe. Da wolltest du es extra spannend machen. Ja. Selbst ihr Hintern jiggelt, kann das sein? Es ist ein, also nicht, dass ich darauf achte. Es ist eine Jiggly. Jetzt, was ich... Ich wollte eigentlich blocken, aber irgendwie wollte sie nicht. Wahrscheinlich, weil ich sie blöde... Oh, Alter, wie du mich hier... Das ist unfassbar. Ich sollte aufhören zu springen, glaube ich. Ich sollte aufhören zu spielen.
solltest aufhören. Ich sollte aufhören mit meiner Soul Calibur Karriere. Ah, Gott, wie viel hast du denn da noch? Oh Gott. Ich würde mich ja freuen, wenn es nicht sonst so peinlich wäre. Ein Win. Du hast doch kein Leben mehr. So, eins noch. Sie trägt ja auch nichts. Eins noch, der Entscheidungsmatch? Der Entscheidungsmatch. Wieso Entscheidungsmatch? Doch, ich habe schon gewonnen, das 4-2-1. Du hast Angst davor, dass es jetzt vorbei ist. Mit Kilik. Kilik ist der lämste Charakter. Das ist der Eddie Gordo des Soul Calibur. Dass du mir das sagst, wenn ich ihn gerade... Das ist ja, jetzt, ne? Jetzt habe ich aber auch... Also wenn du jetzt nicht gewinnst, dann ist ich richtig. Ich bin sehr, sehr gute Dinge. Er hat einen langen Stock. Ich habe zwei kurze. Ich weiß nicht, was besser ist. Ist auf jeden Fall schneller, wie ich gerade gemerkt habe. Oh, ja, so viel dazu. Man kann halt... Ja? An ja, den ja, kommt ja, man so schwer ran. Goddammit! Oh, dreh dich um, Junge! Alter, jetzt aber schon... Oh, Alter! Ja! Ah, nein, 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 nein! Und dann macht er auch noch so viel Schaden, das gibt's doch nicht! Auch noch nachgetreten! Ja, wirklich! Hast du den Typ? Wie... Dieser Stab wird dir Verderben bringen. Ach, ich hab Spaß. So viel zum... Ey, also! Was ist denn los? Ja, siehst du... Ich hab dich gerade 3000 Mal erwischt und du mich 2 Mal und ich hab halt die Hälfte des Lebens weg. Ja, das ist wegen meinem großen Stabstock. Ich mach aber immer den gleichen Fehler. Ach, goddammit. Ja, ist gut. Wir haben es verstanden. Aber ist es, also ich finde es tatsächlich gut gealtert, dafür, dass es jetzt halt über 10 Jahre schon sind. Ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, 2000 oder 2001 und so. Da gibt es nicht, hier? Steht bestimmt da irgendwo drauf, aber es wäre zu einfach da. Ja. 98, 99, also das hat jetzt echt schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ja. Und dafür ist es immer noch gut anguckbar. Also ich meine, wir spielen jetzt hier auf einem echt großen Fernseher, für das ist es auch nicht ausgelegt, aber... Und halt auf der originalen Dreamcast, aber ich finde, das lässt sich alles noch anschauen. Ja, ja, das ist Soul Calibur. Das war's mit Soul Calibur auf der Dreamcast. Wir haben aber noch weitergespielt. Da unten könnt ihr den Link folgen, da haben wir noch gezockt. Choo-Choo Rocket, House of the Dead 2 und Gauntlet Legends. Welche Spiele davon richtig gut gealtert sind und welche Spiele davon überhaupt nicht gut gealtert sind, das erfahrt ihr, wenn ihr den Link folgt. Und auf der anderen Seite kommt ihr zum letzten Retro-Sonntag zu Legend of Zelda Link's Awakening auf dem Super Game Boy. Jetzt viel Spaß beim Gucken und holt euch eine Dreamcast, wenn ihr noch keine habt.